Ja, ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV hier live und direkt real-time on the market sozusagen. Wir schauen auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier sicherlich gleich noch stärker beeinflusst werden dürfte, denn wir haben hier Daten aus Kanada zu erwarten. Die Rohstoffpreise und Erzeugerpreise für Juli kommen rein. Nebenbei haben wir dann auch noch Konsumausgaben und persönliche Einkommen aus den USA, also hier Inflationsdaten noch und nöcher. Das dürfte sowohl den US-Dollar natürlich als auch den kanadischen Dollar beeinflussen. Und nur noch 20 Sekunden rund, dann müsste es losgehen. Rein statistisch hier der Freitag mit 76%. Klar, der bullischste Tag. Dann kommt der Montag, also sieht eigentlich ganz gut aus fürs Wochenende. Doch Sie sehen hier schon rot. Die Average True Range ist bereits ausgereizt mit 133 Pips Daily Range. Im Schnitt haben wir 116 mit Blick auf die letzten 14 Tage. Das lässt hier natürlich ganz klar wenig Spielraum nach oben zu, aber jetzt kommt die 5-Minuten-Kerze und wir sehen mal, was der Markt macht. Ringt hier oben sozusagen gerade mit der Average True Range. Wir haben hier das Vortageshoch im Bereich 1,3305 von gestern. Die Daten selbst werden wir gleich mal ein Stück weit nochmal betrachten. Grundsätzlich hier vorab ganz interessante Situation, neben dem, dass wir die Preis-Action gleich weiter betrachten. Wir haben hier praktisch heute Morgen schon einen relativ starken kanadischen US-Dollar gesehen. Hier leichte Schwäche und hier gab es den Pullback an das Vorwochenhoch inklusive, lass uns mal kurz hier nochmal justieren, inklusive Pullback an diese Asia-Range. Hier ist die Asia-Range des heutigen Tages, relativ übersichtlich. Ja. Und genau diese Range wurde heute Morgen temporär verlassen, Pullback in die Range, Ausbruch hier zum Start sozusagen in die European Session. Dann relativ zäh seitwärts, was keine Überraschung ist, das passiert häufig, gerade am Freitag. Und dann aber hier ein neues Verlaufstief, also das Tief war erstmal tiefer als das Vorgängertief. Hier aber sehr schön zu sehen, bereits eine positive Divergenz im Chart. Das heißt, Sie sehen hier, der RSI-Oszillator 7 oder 14, whatever, hat hier schon eine positive Divergenz aufgewiesen und das exakt hier oberhalb des Vorwochenhochs. Interessante Konstellation, sowas muss man immer mal im Auge haben. Und dann kam es hier eben zum Abprall und im Sinne der positiven Divergenz, im Sinne des Vorwochenhochs, Pullback, Asia-Pullback und der Aussicht, dass wir hier einen bullischen Wochentag haben, hätte man hier unabhängig der News, die hier noch anstehen, die hier entsprechend negativ ausfallen für den US-Dollar, einen Long Trade starten können, hier mit der Erwartung, dass wir hier die Average True Range zumindest erreichen. Und das interessanterweise wurde hier abgearbeitet bereits vor den News. Also das heißt, hier war es noch nicht mal ein reiner News Trade, der hier drauf spekulierte, nein, sondern hier vielmehr im Vorfeld gab es hier das Abarbeiten dieser Range und jetzt hier völlig legitim, dass der Markt ein Stück weit verschnauft, ein Stück weit zurücksetzt. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir hier sogar noch tiefer eintauchen, die Daten selber hier. Rohstoffpreise fallen im Juli, hier minus 5,9%. Das wurde in Kanada nur minus 4% nach Null im Vormonat erwartet. Persönliche Einkommen steigen um 0,4%. Das wurde auch in den USA so erwartet. Die Konsumausgaben waren weniger stark gestiegen. Also hier eine leichte Zurückhaltung bei den Konsumausgaben in den USA. Und das ist ja so ein Stück weit US-Dollar bärisch anzusehen. Drum auch hier der Rückgang aktuell wohl so zu erklären. Rein vom Charting her, wie gesagt, aufgrund des Ausreizens der Range ohnehin nur begrenztes Potenzial. Es sei denn, wir haben Overrange-Tag, das passiert ein bis zweimal im Monat, ansonsten eher weniger. Wir bewegen uns rein technisch im Schnitt in dieser Range. Diese wurde zuvor schon abgearbeitet, insofern aufgepasst, was hier passiert natürlich bei solchen News. Hier ist im Prinzip die Musik raus, worauf ich hinweisen wollte. Okay, wir haben jetzt die Daten bekommen, eher US-Dollar bärisch, drum auch hier ein leichter Rückgang. Aktuell kann sich natürlich alles noch ändern, aber der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hat im Prinzip hier seine Musik gespielt für den heutigen Tag. Im Vorfeld eben hier das Interessante, dass man hier mit der Divergenz hätte eben auch spielen können. Ja, das einfach mal mitnehmen fürs nächste Mal, gerade Freitag, wenn es hier ähnliche Situationen gibt. Im Vorfeld Divergenzen, bullischer Wochentag, hier Pullback an Asia-Range vor Wochenhoch, dann sind das Einstiegschancen. Jetzt schauen wir aber nochmal auf das große Bild vom US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier natürlich sich ohnehin sehr anschaulich präsentiert. Einen größeren Pullback, der immer auch nach wie vor nicht ausgeschlossen wurde, erfolgte bislang nicht hier in dem Bereich 1,28. Wir haben dennoch hier noch eine große Divergenz seit den Mehrjahreshochs, seit dem Ausbruch über 1,3064. Höchststand der Vorjahre. Da erheben wir uns jetzt darüber hinaus, aber was Sie hier nach wie vor sehen, ist diese Divergenz. Die ist da.
Die wurde auch unlängst wieder mit dem neuen Verlaufshoch bestätigt. Das heißt, kurzfristig ist hier natürlich nach wie vor Musik drin, aber wir sehen hier eine gewisse Abschwächung. Erinnern Sie sich an den S&P, an den großen Leitindex in den USA. Auch hier haben wir auf Wochenbasis große Divergenzen schon lange gehabt. Klar, dass der Index auch durchaus mal zurücksetzen kann, aber das sind Warnsignale. Und hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ist hier im Bereich seiner Mehrjahreshochs ausgebrochen, aber jetzt fehlt ein Stück weit der Drive. Der jüngste Ausbruch hier höchst bullisch am 21.8., keine Frage, setzen sich auch hier weiter fort, aber ich denke, dass wir hier direkt weiter nach oben ziehen, so wie sich das jetzt hier darstellt. Wir gehen mal hier auf das Big Picture Bild. Bleibt vielleicht eine gewisse Art und Weise Fantasie. Wir haben jetzt hier die zweifache Projektion oberhalb von 1,32 abgearbeitet. Ein gesunder Pullback fand bis jetzt nicht statt. Jetzt muss man eben sehen, wie der Markt jetzt hier das Ganze weiter harmoniert. Nächstes Kursziel ist hier aber definitiv die 1,40. Meines Erachtens aber erst erstrebenswert, wenn der Markt hier nochmal einen größeren Rücksetzer, idealerweise bis in den Bereich 1,30, 28 vollzogen hat. Hier diese Pullback-Zone. Das ist ein Level, wo man sagen kann, wenn wir dahin fallen, auch neben dem Mehrjahreshoch bei 1,3064, hier eine ganz, ganz interessante Zone. Und ich denke, bevor es Richtung 1,40 geht, sollten wir hier nochmal ein Level von 1,28 sehen. Es bleibt spannend, liebe Zuschauer, wir werden es beobachten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Resthandel am Nachmittag. Die Amerikaner eröffnen in knapp einer Stunde oder einer guten Stunde. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal, wie gesagt, gutes Gelingen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal wieder zur Beschau der US-Märkte, die wohl heute schwächer in den Handel kommen. Also, bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.